Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem wunderbaren Spiel, das wir jetzt spielen werden. Einmal Applaus bitte für jeden, der hier im Raum ist. Kurz. Mein Name ist Nico Beckswin. Ich habe hier den Auftrag, ein wunderbares Showmatch heute zu moderieren. Schönen Gruß auch, ich muss in die Kamera gucken, an jeden, der bei Rocket Beans TV und Stream mittlerweile dabei ist. Ihr habt alle die Möglichkeit, bei einem wunderbaren Spiel dabei zu sein. Heute spielen das Team FC St. Pauli gegen das Team Rocket Beans ein FIFA-Showmatch. Und wir haben zwei wunderbare Teams. Auf der einen Seite fangen wir an mit dem quasi Gastgeber, weil er vom FC St. Pauli ist, Lukas Zander. Einmal Applaus bitte für ihn. Danke, danke. Wenn man FIFA spielen soll auf einer Bühne, muss man es ein bisschen kennen. Was würdest du sagen, wie ist deine FIFA-Karriere bisher verlaufen? Besser als die Profikarriere, oder? Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auch schon ein paar Stunden an der Konsole verbracht. Also ich habe das Spiel schon mal gespielt. Sehr gut, das sind gute Voraussetzungen, um hier heute ein gutes Spiel zu spielen. Wir haben an deiner Seite einen Gewinner, der heute mit hier dabei sein darf. Einen Applaus für Klaas Haferkorn. Und die Sache mit den Gewinnern ist ja immer so eine Sache, das ist diese Unbekannte. Man weiß nicht, wie gut man ist. Und ich habe ja vorher schon die Frage gestellt und ich weiß nicht, jeder von euch, der mal gespielt hat und vielleicht auch FIFA gespielt hat, kennt dieses Spiel so, wie gut bist du eigentlich? Und da muss man sich so ein bisschen einordnen. Auf einer 10er-Skala, wie gut kannst du FIFA spielen? Ja, das wäre eine 8. Ja. Ich würde sagen, das ist schon eine ganz schöne Ansage. Das heißt, du hast einen ganz guten Partner auf deiner Seite. Sehr gut. Ihr seid so ein bisschen die Gastgeber heute. Zum Modus sage ich gleich noch was. Auf der anderen Seite haben wir quasi diejenigen, die auch den Stream hier verwalten. Einmal das Team von Rocket Beans TV und als Captain Gunnar von Rocket Beans. Hallo. Genau, das mit einem Applaus. Da spielen wir noch ein kleines bisschen durch. Da geht noch mehr, ja. Ja, genau. Ich glaube, da geht noch mehr. Da üben wir aber gleich noch mal dran. Aber erstmal, Gunnar. Bei den Toren dann. Du brauchst ja auch das Publikum als Motivation, oder? Ich brauche das Publikum nicht als Motivation. Wieso? Ich meine, du weißt doch, wie gut ich im FIFA bin. Da brauche ich niemanden. Aber ich glaube, bei dir möchte ich auch die Frage stellen, wie du dich auf einer 10er-Skala einordnen würdest. Geht die doch höher? Ja, also auf jeden Fall eine 10 dann. Ja, sehr gut. Also ihr wisst, wenn es darum geht, hier zu gucken, wer die Dinger reinmacht, dann wisst ihr, dass ihr bei Gunnar sein müsst. Aber auch hier haben wir einen Community-Gewinner. David ist bei uns. Einmal Applaus. Und dieser Applaus ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben ja zwei Profis, die spielen schon vor Leuten, aber nehmen auch zwei Community-Gewinner, die es vielleicht noch nicht so gewohnt sind, vor Publikum zu spielen. Aber du hast Erfahrung in diesem Bereich, ne? Das kann man so sagen, ja. Also ich war unter anderem auch schon mal bei einem FIFA-Turnier dabei. Es ist ein Stückchen her, aber da spielt man natürlich auch vor Publikum und ja, beruflich hier und da auch mal vor einer etwas überschaubareren Masse als hier, aber durchaus mal vor Live-Publikum. Sehr gut. Das heißt, hier sind gute Voraussetzungen geschafft. Ich erkläre kurz den Modus. Wir spielen insgesamt drei Spiele. Es gibt zwei Einzelmatches, in denen jeweils der Community-Gewinner gegen den Team-Captain auf der anderen Seite spielt. Insofern Luca gegen David und Gunnar gegen Klaas. Und danach gibt es ein Two-on-Two-Match. Das Two-on-Two-Match wird auf normalen Regeln gespielt. Für die Einzelgames haben wir uns was überlegt. Wir spielen im sogenannten Survival-Modus. Weil ihr wisst das, wir haben alle, jeder gesagt, er ist besonders gut. Wir wissen nicht, wie gut sie alle wirklich sind. Also müssen wir so ein bisschen den guten Leuten den Zahn ziehen. Und deswegen heißt das, bei jedem Tor, das eine Mannschaft erzielt, wird automatisch, wirklich auch automatisch ein Spieler aus dem Team rausgenommen. Das heißt, wenn es gut läuft, spielen wir nachher 6 gegen 6 FIFA. Und jetzt geht es, glaube ich, auch los. Wir müssen überlegen, womit fangen wir an? Wer will zuerst spielen? Wir haben schon alles geklärt. Ja, wer spielt zuerst? Ich spiele zuerst gegen Klaas. Okay, wir haben uns alles eingestellt eigentlich. Erstes Spiel, Klaas gegen Gunnar. Und welche Teams habt ihr euch ausgewählt? Hier. Ja, du musst schon erzählen, noch einen kleinen Satz dazu. Wolfsburg gegen Werder Bremen. Ich habe natürlich Werder Bremen ausgewählt. Ich finde das sehr gut, dass du mit Werder Bremen spielst. Damit du auch ein bisschen auf meiner Seite bist, tatsächlich auch. Du, Wolfsburg, warum? Ist eine faire Mannschaft gegen Bremen. Beide 4 Sterne, das, ja. Oh, das klingt schon richtig so nach Mitleid. Du stapelst ganz schön hoch hier. Für euch ist es persönlich für mich auch ganz wichtig. Ihr wisst, das ist so eine Sache vor Publikum. Vielleicht ist er gerade nervös, vielleicht braucht er Unterstützung. Vielleicht ist die Klappe von Gunnar manchmal ein Tick zu groß für das, was er fußballerisch kann. Seid dabei, zeigt Emotionen. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass diese Spiele laufen. Und Jungs, ich setze mich mal zu euch. Ich werde im Zweifel auch eingreifen. Also, wenn mir das an irgendeiner Stelle dazu zu überlegen wird, Trash-Talk auf dem Fußballplatz, dann muss man auch mal versuchen, die Seiten zu wechseln. Ich bin hier total neutral. Nein, wir kennen uns doch, Nico. Ja, Werder darf halt einfach nicht verlieren. Hey. Aber ja, das ist schwer. Wir fangen an. Erster Schritt, ich weiß nicht, jeder kennt das, die Frage, habt ihr jetzt schon alle möglichen Sachen eingestellt? Ist alles fit? Jo. Alle Sechser verschoben, die Laufwege verändert? Ist Anpfiff, oder? Ja, geh los, dann fangen wir an mit dem ersten Spiel, Wolfsburg gegen Bremen.
Jawohl. Und wenn man das schon sieht, dann... Ja, ich habe zu Hause einen größeren Fernseher, ne? Du hast einen größeren Fernseher, sagst du? Ja, der ist sehr klein hier. Also, ui. Du läufst bisher nur hinterher, Gunnar. Oha. Ui! Oh. Okay. Genau so. Zweite Minute 1-0. Hoppala. Ja, ich muss Gunnar, was ist da los? Ganz ehrlich. Ich muss erstmal reinkommen, ne? Ist wirklich sehr klein. Da ja? Fliegt der Torschütze hier. Guck mal, ich finde das sehr gut, dass ihr das laufen lässt, weil das ist noch so ein bisschen demütigend, dass ihr das passiert hat. Auch ruhig zur Kamera laufen bei mir, ja. Das ist ganz wichtig. Stimmt. Genau. Hast du die Lücke gesehen? Oder? Antizipiert, also es war eigentlich, die rechte Flanke bei Gunnar war offen und dann... Direkt. Wer ist denn jetzt rausgegangen? Ach, Breckerlo. Und dann war das klar. Lass dich nicht ablenken. Hörst du, der macht dich schon wieder am Ball. Wir müssen mal checken, ob alle Mikrofone auf sind. Ich weiß nicht, ob man euch draußen noch alle hört. Rakete! Ah. Scheiße. Darf man Scheiße sagen? Der Ball läuft schnell da überaus. Nix, hier. Ach, ja, sehr gut, sehr gut. Er hat Breckerlo verloren, hast du gesehen? Oh, hat er verloren schon? Ja, sein Torschützen. Hast du umgetreten? Nein, der ist raus, musste rausgehen. Hast du den Modus schon wieder vergessen? Pass auf. Oh, stimmt, ja, genau. Ah! Da habe ich selber nicht dran gedacht, dass er dadurch ja nach 2 Minuten schon seinen ersten Spieler verloren hat. Ja, das ist ja auch ein bisschen Taktik, was ich hier mache. Du meinst, du lässt ihm erstmal 5 Spieler verlieren, damit du dann anfängst? Das finde ich sehr gut. Ja, du weißt, die Ballzirkulation im Mittelfeld, das ist das gefährliche. Grätsche ins Leere. Ey, was ist denn das? Ganz klare Nummer hier. Luca, mal ganz kurz von dir Einschätzung. Guten Teampartner gewählt, oder? Alles richtig gemacht im aber Scouting-Bereich. Läuft. Ja. Das liegt jetzt an dem Torwart. Das aber du weißt, das kann bedeuten, dass er ziemlich schnell noch in der ersten Halbzeit auch schon wegen Vertragsverlängerung anklopfen wird. Ja, wir bereiten da mal was vor. Ja, sehr gut. Gespräche folgen. Zweites Tor wieder sehr leicht. War für dich? Lass uns kurz. Gunnar, fang schon mal an. Lass uns kurz drüber reden. Also war ein sehr leichtes zweites Tor, das du gemacht hast. Guck mich gerne an, wenn ja, du da bist. Kein Problem. Ich finde das schon ein bisschen höflicher, wenn, weißt du, ich mag es gerne, wenn ich mit Leuten rede, dass sie mich angucken. Gegenfrage, wie war deine Woche? Also. Über diese Ergebnisse. Hat funktioniert. Hast du das gesehen? Gern geschehen. Gar kein Problem, hatte ich abgelenkt. Souveränes 2-1, das aber heißt, wir haben hier nach 5 Minuten schon also 3 Tore. Ich bin aber guck mal. Abseits, oder? Abseits. Nein, das war nur so geil, deswegen machen die das. Oder? Yes. Ja, nee, abseits. Schon alles regelkommen. Nee, zählt. Oh, jetzt kommt Scharin raus. Okay, zählt. Ja, warte. Oh, ich glaube, wo ist Video, so, Videobeweis? Wie so, klar spielt, glaube ich nicht, dass du da ein Tempoproblem hast jetzt an der Stelle. Ja, stimmt. Mein Gott. Gut, 2-1. 2-1 nach 13 Minuten. Jungs, ihr schafft das wirklich, dass dieser Modus wahrscheinlich zur Halbzeit schon geklärt ist, weil ich glaube, mit maximal 6 Spielern kann man spielen. Ich glaube, wer sich mit FIFA gut auskennt, der weiß ja, 2-0 ist die gefährlichste Führung. Oh, sehr gut, ich freue mich drauf. Was, da erzähl mir, warum? Weil der englische Kommentator das als Standardsatz immer sagt, wenn man vorne ist. Also man kennt es ja, also, wer auf Englisch spielt, Martin Tyler. Ich dachte, jetzt kommst du mir noch irgendwie sowas, was man so beim Top-64-Finale hinter den Kulissen sich so erzählt, so das 2-0 ist taktisch ganz gefährlich. Dann ist der Gegner weich. Nee, so viel kann ich jetzt leider nicht dazu erzählen. Aber guck mal. Jetzt mal von deiner Seite, David. Guck mal, du hast einen Teampartner, der offensichtlich haushoch unterlegen ist. Ich würde das gar nicht so ausdrücken. Ich glaube, der Gunnar der ist gerade noch so am Abtasten, was der Gegner so kann. Lässt ihn vielleicht auch, ne, wie bei einem angetäuschten Schuss, so ins Leere laufen. Und jetzt, die Finte ist geglückt und jetzt kommt der Knaller zurück. Ja. Ich meine, noch ist ja auch Kruse auf dem Platz und Eggestein, also da ist noch einiges möglich. Ja. Ja, hoffen wir mal ein bisschen drauf. Ich muss sagen, es sind so Momente, die, ich bin ja auch bekennender Werder-Fan, schon schmerzen, wenn ich sehe, wie Bremen hier vorgeführt wird. Ja, aber als Werder-Fan also kennst du dich doch mit Comebacks ja aus. Gerade, also es war kein Happy End, aber gegen Bayern im Pokal. Ach, ich erinnere mich. Ja. Ich hab da einen Stuhl kaputt gemacht im Stadion. Aus Versehen. Kurze Anekdote. Ich erzähle zwischendurch, guck mal, ich erzähl dir so lange eine Anekdote. Ja. Gunnar und ich, Pokal-Halbfinale. Wir sind da hingefahren, ne? Stört dich nicht, wenn ich dir auf die Schulter Nee, alles super. Ich schüttel so ein bisschen, mal gucken, ob das was hilft. Wir beide fahren zum Pokal-Halbfinale, Bayern gegen Bremen. Alles wunderbar, hervorragend. Wir selber sehr gut vorbereitet aufs Spiel.
würde ich sagen, wir haben alles gegeben, wir haben den Bus rein begleitet, gejubelt, wunderbar, 2-0 München, ziemlich klares Ding, dann diese zwei Tore und dann dieser, und da möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, unberechtigte Elfmeter. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Auf jeden Fall, ich habe es auch gesehen. Ich war auch im Stadion. Ja? Wenn der nicht unberechtigt war, dann weiß ich auch nicht. Das ist der größte, dieser Elfmeter ist der größte Skandal in der Fußballgeschichte der letzten 20 Jahre. Oh, oh! Oh. Echt, Gunnar, ich gebe alles gerade. Ne? Du musst dich wenigstens auf ihn konzentrieren. Erzähl. Pass auf, geht weiter. Wir beide also im Stadion und wir sitzen da und das war so eine richtig schöne Situation. Die Tore fallen, 2-2, Gunnar springt auf einmal macht so und sein Sitz. Kannst du dir das vorstellen? Guck dir Gunnar an, der hat seinen Sitz kaputt getreten. Aus Versehen. Ach, aus Versehen. Wir hatten am nächsten Tag, glaube ich, oder so, oder 2 Tage später noch so eine Produktion da gehabt, haben da was gedreht und dann gehen wir so im Stadion entlang und dann der Typ von Werder Bremen, mit dem wir unterwegs waren und Gunnar dann so, ach übrigens, ich muss da noch eine Sache beichten. Also da kann sein, dass wir an der Stelle dann einen Stuhl austauschen mussten. Der hatte richtig ein schlechtes Gewissen deswegen. So, ne? Zum Glück, ich glaube, er hatte die Angst genommen. Ne? Ja, er hat dann gesagt, normalerweise gucken die dann, wer den Stuhl kaputt gemacht hat, aber wir hatten ja Karten nicht über unseren Namen gekauft. Deswegen konnten die nicht identifizieren, wer den Spiel gemacht hat. Rechnung gekommen. Ja, wir hatten von einem Spieler Karten bekommen und mit anderen Worten kann das sein, dass er jetzt deinen Stuhl bezahlt hat. Ne? Hätte es sein können, dass Gunnar irgendwie Stadionverbot gekriegt hätte? Das wäre ja der Works. Gunnar hätte wegen etwas ganz anderem Stadionverbot gekriegt. Das was kriegst du gleich ein Spiel? Ich glaube, du machst das mit der Ablenkung falsch. Du musst ja, scheiße, hast du recht. Aber du hast... Aber wir müssen auch sagen, dass der Spieler jetzt ja auch ein bisschen mehr Geld verdient und deswegen den Stuhl jetzt auch sich leisten kann. Ja, ich glaube auch. Er konnte den bezahlen, das war kein Problem. Aber kurz mal hier Zwischenfazit, du bist ja ein bisschen ruhiger da außen, du konzentrierst dich ja als Einziger offensichtlich aufs Spiel. Im Moment ist ausgeglichen, oder? Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass wir einer weniger sind. Ansonsten, wenn ihr gleichzeitig auf dem Platz steht, ist es ein eindeutiges Ding, würde ich sagen. Ja, meinst du? Komm jetzt. Da sieht man schon das Aufbauspiel, das ist Weltklasse, will ich fast sagen. Jetzt über außen, interessant. Aber guck mal, siehst du, taktisch, taktisch Ball gewonnen. Ja, nicht mal faul. Normalerweise faul. Also ich ist ein Foul, aber ich weiß nicht. Ball, würde ich sagen, oder? Ganz dabei. Aber das ist jetzt auch die Lücke da. Jetzt merkst du halt doch, was das bedeutet, wenn du in diesem Survival-Mode spielst, den ich auch schon ein paar Mal privat gespielt habe und dir auf einmal Spieler fehlen, wo du nicht weißt, also wo sie vorher... So, das merkst du, also man merkt ja, du weißt gerade so taktisch nicht mehr gar nicht, was du machen sollst. Ja doch, also mein einer Sechser fehlt, ne? Aber ja. Einlaufen. Aber den brauchst du gar nicht. Ja. Hast du schon umgestellt? Nee. Würdest du jetzt gerne umstellen? Ja, nee, aber machen wir nicht. Eben. Nee, jetzt nicht hier in der Taktik was ändern. Wir gehen auch in die letzten Minuten vor der Halbzeit. Ich würde sagen, taktisch wichtig, Gunnar, dass du jetzt zumindest das Ergebnis hältst, damit es nicht noch schlimmer wird. Also ich drücke doch gerade ganz schön. Also ich finde jetzt nicht, dass ich schlechter spiele als er. Ah ja. Was? Ja, war aber faul, ne? Nee, Halbzeit. Halbzeit. Ach so, Halbzeit. Wir sind mal am Halbzeitfazit. Ich würde euch gerne mal ganz kurz fragen. So erstmal so mal mit Applausstärke. Wer ist der Meinung, dass Niklas das Spiel gewinnen wird? Das ist ganz ordentlich. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob ein paar Gunnar-Ultras hier sind. Wer glaubt, dass Gunnar das Ding noch dreht? Aber guck doch mal die Chancen an. Ja, erzähl. An den Chancen da sieht man ja, dass ich ja viel besser bin. Ja. Ich kann da erzählen, wenn Gunnar und ich immer spielen, ist es das Gleiche, was immer passiert. Dann fängt er an, sich an Zahlen zu orientieren und erklärt dir, warum er besser war. Zweite Halbzeit. Ihr spielt immer noch mit 10 gegen 11, du führst immer noch 2-1. Gibt es so für dich jetzt taktisch etwas, was du verändern musst bei so einer Führung? So als 8 von 10 Stärke FIFA-Profi. Räume zumachen, Bälle besser festmachen. Flach spielen, hoch gewinnen. Sehr gut. Glaubst du an dieses Momentum, dass es auch einfach sein kann, dass du irgendwann dieses Spiel verlierst, obwohl du gar nichts dafür kannst? Vielleicht, weil du abgelenkt wurdest oder so? Ja, ich glaube, das Momentum hat deinen Namen heute. Also, aber. Na gut. Gunnar, ich fall langsam auf. Ja, mach weiter. Ja, mach ich. Über Momentum können wir noch schön weiter diskutieren. Was meinst du? Ich sagte, über Momentum kann man grundsätzlich auch noch schön weiter diskutieren. Weil ja, das ist, da gibt es ja auch ganze... Es ist ja tatsächlich eine Tatsache, dass Electronic Arts ein Patent auf ein Spielkonzept namens Dynamic Difficulty Adjustment hat. Das heißt... Mein Gegner kennt sich aus. Das merkt, okay, du spielst schlecht, dann mache ich das Spiel einfacher für dich, während das Spiel halt läuft. Und ich hab mit den Leuten da gesprochen, sagen, alles Lüge. Es liegt einfach nur daran, man ist ein guter FIFA-Spieler oder nicht. Oder, Gunnar? Ja. Ach, Claudio.
Du hast ernsthaft Claudio Pizarro. Ja, klar. Ja, klar. Er ist für die letzten 20. Aber ich finde, das ist eine konsequente Sache. Nee, du kannst Claudio Pizarro auch einfach mal von Anfang an bringen. Damit regnet der Gegner nicht. Hättest du ihn nicht besser als... Ja, Claudio aber auch nicht. Hä? Hast du Claudio nicht besser als Joker gebracht? Nee, Claudio... Komm, weit mich mit ein. Was sind die Taktik? Ich meine, jetzt ist der Moment. Wenn du ein guter FIFA-Spieler bist, ist das der Team-Moment, wo du ihn jetzt mit reinholen musst. Du musst ihn jetzt unterstützen. Du musst vielleicht auch... Ach, Mann! Du musst ihm Tipps geben. Ich habe nach wie vor... Kannst du wieder einen Gang hochschalten. Ich möchte ihn gar nicht aus seinem eigenen Konzept rausbringen. Aber siehst du Schwachstellen bei Niklas? Was muss Connor jetzt machen? Vorschießen. Ja, wie du sagst, einfach öfter mal probieren. 10 Applaus, genau. Guck mal, du kriegst... Gerade weil man bei seinen Gegentoren ja auch gesehen hat, dass die Torhüter gerade nicht ganz auf der Höhe sind. Ich glaube, mit Claudio kann man auch ruhig öfter mal versuchen, eine Flanke zu schlagen. Der versucht jetzt noch sehr, sehr flach. Und grundsätzlich finde ich, er müsste auch in der Defensive mehr Druck machen. Also er lässt Klaas in der Defensive, also wenn er den Ballbesitz hat, viel zu lange hin und her tendeln und geht dann nicht mal drauf. Hörst du hin, Gunnar? Hörst du hin? Das sind Tipps vom Profi. Ja, und er sollte, weiß gar nicht, hast du ihn von Anfang an spielen lassen, Finn Bartels einwechseln. Mach ich gleich. Ah, den lieben sie hier, ne? Dann gibt es noch aus... Pass auf, jetzt. Oh. Oh, zu steil! Finn Bartels hätte die gekriegt. Ja, ich mach gleich Finn Bartels rein, weil der ist ja auch in St. Pauli sehr beliebt und dann rastet das Publikum bestimmt aus. Wir brauchen auf jeden Fall in der letzten Viertelstunde ein bisschen Motivation von euch, damit wir auch wissen... Also ich würde ja immer noch sagen, Gunnar... Naja, egal, ist was anderes. Mit was? Ich glaube, Gunnar braucht nachher Unterstützung, damit das ein spannendes Spiel wird. Und man kann immer schon mal überlegen, Martin, ob vielleicht einsteigen wollt, letzte Viertelstunde. Nee, ach komm mal. Aber Luca, das ist dein Tipp für deinen Teampartner jetzt für diese letzten 25 Minuten. Wie bringt er dieses Ergebnis über die Zeit? Der hat sich ja jetzt nochmal ein bisschen Pulver aufgespart, was man auch gesehen hat in den letzten Minuten. Ich denke, das wird am Ende 4-1 ausgehen. Da ist das Dritte. Applaus. Hat sich angedeutet. Es hat sich angedeutet. 13, das heißt, du verlierst noch einen Spieler. Das heißt, wir sind jetzt gleich 8 gegen 10. Und das Erschreckende ist, es scheint ja überhaupt nichts auszumachen. Ja, also man merkt das schon, aber jetzt gerade war es auch ein Joker-Tor, also mit Ein- und Auswechslung kann man das kompensieren. Halt. Vielleicht wirst du auch nochmal die Ausstellung ändern. Ich weiß dann schon, wen du verloren hast. Ich sag, ohne Machenraute. Welchen Spieler du nicht mehr hast? Die Torschützen. Wir machen mal. Also ich glaube, Arnold ist weg. Jetzt gerade, ja stimmt, Mann. Das ist, dann habe ich direkt eingewechselt und jetzt wurde der Rekurs gleich wieder draußen. Ja, nee, ein Tap war. Ach so, doch, ja, stimmt. Ach Gott, der haut weg. Rekurs ist weg. Ja. Das heißt, ich würde sagen, Gunnar, vorne ist er jetzt auf jeden Fall geschwächt. Das heißt, du kannst wahrscheinlich die Tipps von deinem Teamkollegen wahrnehmen und an die Eckfahne pressen, um die letzten Chancen wahrzunehmen. Oder hast du keine Hoffnung mehr? Doch. Was? Bitte. Klar. Ich mach gleich noch Bartels rein. Also ich habe schon gewechselt einmal. Guck mal. Da ist er. Marlin. Oh, jetzt. Das sind die Momente, wo das Publikum aufsteht. Tja. Ja, was soll ich denn machen? Mach ihn rein, Mensch. Mann, du lässt dich da aber auch abkochen, Gunnar. So, jetzt aber. Applaus. 3-2. 75. Minute. Da ist er doch. Gut, du verlierst jetzt wahrscheinlich deinen einzigen Spieler, der schnell ist. Nein. Oh, Innenverteidiger raus. Oha, du hast gehört, Innenverteidiger raus. Ja. Ich weiß jetzt schon ganz genau, dass er das Ding jetzt durch die Mitte tragen wird und das 4-2 macht. Na, Bremen kann die Dreierkette ja auch, ne? Ist jetzt nicht so das Problem. Aber mein defensiver Mittelfeldspieler fehlt. Ist ein bisschen einfach da außen, Gunnar. Ja, da fehlen mir doch jetzt auch die Spieler. Ja, aber gerade deswegen muss man es auch anders spielen, Mensch. Mein Gunnar hat es auch schwer, er ist ja quasi auswärts unterwegs. Und im VW, also im Volkswagen Arena, weiß man, das ist ein hartes Feld. Da sind die Fans immer ein großer Faktor, wenn Wolfsburg spielt, jedes Mal. Hexenkessel, sagst du, ne? Ja, absolut. Ja. Ach, komm. Du bist echt... Mach ich gleich! 10 Minuten gesagt, ne? Ja, ich wollte das... Bartels. Ja. Er kommt jetzt gleich, pass jetzt auf. Jetzt hast du Raum. Vielleicht brauchen komm, vielleicht kann dir das Publikum nochmal die letzten 10 Minuten ein bisschen Unterstützung geben. Nee, machen sie nicht. Gunnar. Hey! Man muss so laut genug sein. Übrigens für dich, du musst das nicht persönlich nehmen. Ich mach das nur, weil er zurückkommt. Ne? Ja, alles nicht, gut. Weil wir beide... Auch ein bisschen, glaube ich. So.
Das ist der Grund, ne? Das ist der Grund, warum man jetzt noch mehr Geld verdient. Ich muss ganz schnell mal für den Bartels einwechseln, weil das Publikum will den. Ja. Ja. Ah, Harnik gleich wieder raus, ne? Der war. Nein, mach doch keinen Blödsinn. Harnik gleich wieder raus. Wer wen denn sonst? Ich hätte tatsächlich, aber das ist eine Kontroverse. Guck mal, ihr merkt es, in dem Team Rocket Beans ist man sich schon uneinig über die taktischen. Er wollte Kruse rausnehmen, meinen besten Spieler. Ja, der ist ja jetzt auch raus, ist ja auch in Istanbul. Wir haben noch genau 7 Minuten plus Nachspielzeit. Ziemlich genau. Aber das heißt, ja, es gibt noch bummelige 2-3 Angriffe. Du musst also jetzt aufpassen. Ah, hier. Und dir jetzt nicht einen kassieren. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht. Was macht der denn da? Mal ganz ernsthaft unter uns. Warum spielt er den? Ach, Osako. Gute Frage. Kann ich mir nicht erklären. Für dich, ne? Ja, ich glaube auch. Aber abgefälscht, alles klar. Ja, aber Gunnar, den musst du machen. Warum spielst du den zurück? Ja, Winkel war zu spitz. Oh! Und, ist noch eine? Ja, ja. Nee. Ich mach noch das 3-3. Ich sag's euch. Ich muss gestehen, ich bin im Survival-Modus noch nie mit dem Unentschieden rausgegangen. Ich habe ihn auch noch nicht so oft gespielt, aber geht es danach noch weiter? Also Verlängerung und weiter Spieler raus? Oder sagen wir, wir bleiben bei dem Unentschieden? Wir bleiben beim Unentschieden. Ich nehme das als Einstieg. Ich glaube, über Unentschieden brauchen wir uns nicht zu unterhalten, oder? Hast du gehört? Das ist schon zu siegessicher, der junge Mann. Pass auf, guck rüber. Oh. Alter, rot ist das. Fair. Das ist eine klare Rote. Nee, sah nicht danach aus, ganz ehrlich. Das ist so eine Frechheit hier. An die Eckfahne. Ja, das wäre, ja. So, 3 Minuten hast du noch. So, sieht nach der letzten Chance aus. Ja. Bitte. Komm schon. Nochmal sauber abgekocht. Okay, ich glaube, einen Einwurf hast du noch. Jetzt muss halt schnell gehen. Das sind die Momente jetzt, in denen man Tore schießen kann. Mach ihn doch! Ecke noch mal. Das ist eine Ecke. Ich drück für dich so alle Daumen, die ich habe. Habt ihr jemanden Schlüssel dabei? Komm mal, Pavlenka. Warte. Hat jemand Schlüssel? Schade. Kling. Komm, Pavlenka, mach den noch rein. Oh! Da ist er! Also. Finn Bartels auch. Guck mal, und so blendet sich hier. Luca, ganz ehrlich, das ist Willensstärke, oder? Ja, ich glaube, das. Also sei ehrlich. Endlich mal den richtigen Mann eingewechselt. Ja, wahrscheinlich ja, ne? Ich muss euch ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Jetzt alles nach hinten, du. Dir ist bewusst, dass du die Aufstellung. Das war's. Wenn du Schnelltaktiken machst? Ach, nix, schon gut. Wir haben ein 3-3 nach 90 Minuten. Bitte einmal Applaus für dieses packende Spiel. Vielen Dank. Ich muss ein bisschen in die Regie fragen, wir spielen schon den Gewinner aus, ne? Nein. Kein Punkt? Okay, dann bleibt es. Komm, gib uns beiden ein. Ja, dann kriegt ihr aber ich möchte einen fairen Handschlag haben. Bitte nochmal einen Applaus für dieses wirklich gute Spiel. Und danke, Niklas und Gunnar, für das erste Spiel. Wir gehen direkt ins zweite. Achso, du kannst das ja schon so ein bisschen mit alternativ, aber. Ach, was? Auf dieser Seite ist sehr viel Expertise gewesen, auch im Austausch mit Gunnar. Jetzt muss es andersrum laufen. Jetzt musst du halt versuchen, über Emotionen ihm zur Seite zu stehen. Will noch jemand Wasser? Das musst du ihm anbieten. Ah, möchtest du Wasser? Nimm noch mal einen Schluck. Ich kann auch immer dich füttern so ein bisschen, wenn du im Spiel Wasser brauchst. So schlimm ist noch nicht. David, welches Team nimmst du? Ach, das kommt so ein bisschen drauf an. Du nimmst St. Pauli. Natürlich. Ah, okay, sehr gut. Das heißt? Ehrenmann. Aber du kommst aus Fürth, hast du gesagt, ne? Ja, aber ich komme nicht gebürtig aus. Ich komme nicht gebürtig aus Fürth. Also ich trage das Kleeblatt nicht im Herzen, muss ich leider. Aber es ist ja schon so ein bisschen auch eine Frage, man muss auf das Niveau kommen. Wir haben da St. Pauli, zweite Liga, du kommst aus Fürth. Ich kann mal das Publikum fragen. Er war schon ein paar Mal in Barcelona. Ja, wer ist dafür, dass David mit Fürth spielt? Er ist in Karlsruhe geboren. Oder in Karlsruhe geboren. Er hat sich mit einem KSC-Trikot beworben. Er spielt jetzt mit Karlsruhe. Wie wär's damit? Du merkst die Begeisterung für diese Vereine. Ja. Und wer ist für Barcelona? Kein Problem. Du spielst auch St. Pauli gegen Barcelona. Auf jeden Fall. Ja, sehr gut, finde ich gut. Das ist dieser Moment, den ich immer sehr mag. So. Diese Einstellung, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen.
Also, wenn ja, zwei Tasten. Das ist ja noch, weil er irgendwie 1998 aufgehört hat, sich am Controller zu orientieren. Ja. Schwierig wird es, wenn, kennt ihr das, wenn du so ein Menü aufmachst, okay, wir wählen Teams auf, es geht los. Das dann bin ich ja da gleich. Schon so, drückst du Start, lass anfangen, weil ich habe eine Grundregel für FIFA. Niemand weiß es besser als der Trainer. Ganz logisch. Niemand, deswegen ändere ich nichts, weil das weiß ja der Trainer besser als ich. Oh je. Dann gibt es aber wahrscheinlich so Jungs wie, bist du so jemand, der, gibst du deinem Verteidiger und dem Mittelfeldspieler noch individuelle Anweisungen? Ach, du meinst über die Team, ich bin kein Marco Giesel, ich mach sowas nicht. Nee? Er hat mir schon gesagt, wie du lässt alles so. Du spielst wirklich mit Fürth? Ja, warum nicht? Sehr gut, dann nimm mal einen Applaus für diesen Mut, bitte. Ich war tatsächlich auch beim letzten Auswärtsspiel auf die St. Pauli, oder das letzte Saisonspiel war es ja, in Fürth und habe es leider nicht geschafft, sehr nah an den St. Pauli-Fans zu sitzen, aber ich habe einiges mitbekommen und war sehr begeistert von den Fangesängen. Also wenn die Fans begeistert singen, dass sie asoziale Zecken sind, die in der Bahnhofsmission schlafen, das ist schon was ganz Besonderes. Tja. Suchst du jetzt gerade deinen eigenen Spieler? Knoll! Raus, oder? Auf die Bank? Ja, Knoll raus auf. Ja, Knoll, ich weiß nicht, ist der fit? Wir können mal direkt fragen, wie geht's dir? Bist du fit? Ja? Sehr gut, also du kannst ihn spielen, ich habe da Informationen, er ist gut drauf. Hat ja auch einen. Aber den Zander würde ich nicht einwechseln. Ey, das ist jetzt aber so eine Situation, die müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt bist du hier, spielst auf einer Bühne FIFA mit FC St. Pauli und schiebst da deine eigenen Mitspieler so auf den Platz hin und her. Luca, mal ganz ernsthaft, was meinst du, was kann das morgen in der Kabine bedeuten, wenn das irgendeiner mitkriegt und du hier auswechselst, der eigentlich Stammspieler sein möchte? Keiner weiß es besser als der Trainer. Genau. Eine 67? Da bist du doch eigentlich besser. Du hast 67? Ich will darüber nicht sprechen. Wo sind denn noch mit, da will ich noch mit EA drüber. Aber dann sprechen. Lass uns mal, wo sind denn deine Stärken laut EA? Laut EA? Habe ich ein katastrophales Stellungsspiel auf jeden Sehe ich anders? Aber ja. Na gut. Aber bist schnell wenigstens. Ich habe nur 2 Sterne Skills. Muss ich auch mal hinterfragen. Also ja. Ich sehe das auch anders, aber... Ja, ich glaube auch. 1,83 stimmt auch nicht. Muss ich nochmal mit denen sprechen auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Ich lass den erstmal drin, wenn nicht performt, dann wird er ganz schnell ausgewechselt. Ja, du kannst es ja auch anders machen. Also du hast... Umstellen. Gut. Wollte ich gerade sagen. Du hast ja auch den Vorteil durch den Survival-Mode, entweder er wird direkt ausgewechselt, dann hast du gleich gezeigt, wie gut er ist. Mhm. Oder er ist dann der Fels in der Brandung, wenn du am Ende ein Ergebnis verteidigen musst. Ja, Tore von Zander zählen doppelt. Ja, guck dir an. Guck dir, siehst du was, David? Das ist genau das, was ich meine. Was machst du denn da? Das sind Menüpunkte in FIFA, die habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also, das ist schon wirklich Standard. Kannst du auch die... ja, stimmt. Kannst du auch so Schuhfarbe aussehen? Kannst du aber sieht so doch auch ganz gut aus. Die so Stutzenbänder auch tragen oder so? Ja. Kannst einstellen, wie lang die Stutzen sind. Ja. Aber das kannst du doch alles noch im Spiel ändern, wenn es soweit ist. Ja, das musst du doch nicht jetzt machen. Ich meine, ihr seid doch eh beschäftigt. Auch was. Und vor allen Dingen mal ganz ehrlich unter uns, also bei Greuther Fürth, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob du da jetzt irgendjemand im Mittelfeld für 2 Zentimeter verschiebst. Na gut. So Jungs, legt mal los. Ja, ich bin fertig. Ja? Ja, wir müssen uns okay, ein bisschen beeilen. Okay, Halbzeitlänge 4 Minuten. Ihr habt zu lange eingestellt. Das reicht. Habt euch selber um Zeit gebracht jetzt hier. Na gut. Alles klar. Dann Vollgas. So. Einmal einen motivierenden Applaus für das 2. Einzelspiel. Ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen, David, aber ich mache mal einen Motivationstest. Wer ist für den FC St. Pauli hier? Kann sich der eine Greuther Fürth-Fan bitte kurz melden? Vielen Dank, das war sehr gut, das ist sehr wichtig. So, es geht los. Kennst du denn einen Spieler von Greuther Fürth? Ja, natürlich, ich kenne ihn alle. Okay. Persönlich auch? Lernt man sich so kennen in der Stadt? Eher selten. Ja. Nein, also ich habe tatsächlich noch nicht die Ehre gehabt, einen der Fürth-Profis persönlich zu treffen. Aber könnte sich ändern, wenn du sie jetzt hier gut in Szene setzt. Abseits! Schiri! Guck dir das an. Schiri! Oh. Was war das? Es geht schon wieder genauso los. 5 Minuten, 1-0. Ja, guck der schelmisch rüber hier. Freu dich um. Müssen wir ein bisschen darauf achten, wen du gleich verlierst als erstes jetzt. Hoffentlich nicht Rio. Da bucht man das raus.
Buchmann? Ja. Ja. Gleich Buchmann verloren. Das musst du halt auch irgendwie noch persönlich klären, ne? Aber Fürth ist doch nicht so groß, oder? Wieso trifft man die denn nicht? Die hängen da alle nicht ab, ne? Die hängen alle in Nürnberg ab. Das ist viel wichtiger als Fürth. Hier ist Sonder drin, Jungs. Was ist denn los? Immer die erste Viertelstunde. Okay. Ich prognostiziere das 2:0. Im Moment, wo du aufstehst im Stadion. Nein, nein. Fürth. Ich mach das nicht, das funktioniert nicht. Hab ich gerade auf unsere krasse Ecke gekriegt? Nee, unser. Zu wenig. Aber Gunnar, du hast das ja auch erlebt. Was machst du, wenn du so früh im Rückstand gerätst? Macht das, ja. Macht das was nervlich mit einem? Naja, das ist ja wirklich, wie gesagt, bei uns Taktik. Wir haben das ja vorher besprochen. Und deswegen ist das gar kein Problem. Wir werden mindestens noch 2 Tore machen und dann ist alles gut. Zu deiner Taktik gehört auch in der 93. Minute den Ausgleich zu machen. Ja, na klar. Die sind doch ausgerastet als Martin Hahn. Also, wer war das nochmal? Bartels. Nochmal Pfosten. Als Bart das Ding reingemacht hat. Das sind halt sowas will man sehen. Man braucht, ne? Sowas will man sehen. Ja, man merkt auch, du bist ein erfahrener Live-Spieler. Klar. Du weißt, was das Publikum haben will. Oh. Da ist er durch. Zu langsam. Ich frag mich ganz ehrlich. Das ist Sander. Ja. Langsam. Zu langsam. Was war da denn los? Das sah eher aus. Aber der Pass. Also Technik 2 Punkte stimmt ja vielleicht doch. Guck dir diesen Fußball an. Er macht aber viele Tricks die ganze Zeit, ja. Ne? Gunnar, ich glaube, ich habe das Ding ist, Gunnar, ich habe nicht so Griffweite jetzt. Ne? Lukas kann ich gut, aber Luca ist ein bisschen weit weg, den kann ich nur voll quatschen. Wenn du deinem Teampartner helfen willst, müssen wir das jetzt irgendwie zusammen machen. Ja, ich versuche gerade irgendwelche positiven Sachen über Fürth zu finden und ihn zu motivieren. Ja, mir ist schon aufgefallen, dass da so der ein oder andere Pass dabei gewesen ist, den ich so hier noch nicht im Stadion gesehen habe. Keine Sorge, ich hab Dauer gerade für den FC St. Pauli. Alle Liebe im Herzen. Nicht, dass ich hier gleich auf Stadion bin. Paul! Das war ein Paul jetzt? Aber mal ganz ehrlich, wie ist das für dich so, in der Theorie zu wissen, wie der Fußball funktioniert, praktisch mit Spielern bei FIFA rumzulaufen, die Stärke 67 haben? Verwirrend. Nee, also das erste Mal, wenn man dabei ist auf dem Spiel, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Also man spielt das ja seit Kindertage an. Und, dass man da dann sich selber dann mal quasi steuern kann, ist auf jeden Fall was Besonderes. Da spielt die Stärke dann noch nicht so die Rolle. Das muss ich auch. Ich glaube, ich würde auch die ganze Zeit, ich würde auch Transfers machen, wechseln, überall mich aufstellen und dann immer nur auf den Hut. Du schraubst den da schon ganz schön auseinander, würde ich sagen. Nee. Nix. Das ist brotlos. Der hat aber ein ganz gutes Bollwerk da, ne? Bisher ganz gut. St. Pauli macht gut Druck, ist fast wie in echt und kann so weitergehen. Souverän, oder? Gibt dir das an? Gar keinen Zugriff. Seitdem der neue Trainer da ist, läuft das ja. Ja, der lässt das über die Flügel spielen, ne? Ja. Das sieht man. Siehst du den Spieler an und dann geht er noch... Oh, Zander! Da wäre sogar noch ein Pass mehr drin gewesen. Wir haben es gesehen, ne? Von einer auf den Elfer. Und trotzdem muss man an der Stelle ja sagen, kurz vor Ende der ersten Halbzeit und nur 1:0. Das würde ich so nicht sagen. Das wäre ja auch unfair meinem Gegner gegenüber. Aber ein sehr gefährliches Ergebnis, das weißt du selber. Auf jeden Fall. Trotzdem, Zwischenfazit. Kurzen Applaus. David, habe ich dir mit Reuter Fürth einfach eine falsche Karte aufgeschwatzt? Ja, natürlich. Oder woran hat es gelegen in der ersten Halbzeit? Sehr gute Fußball-Interview-Frage. Ich bin tatsächlich ein wenig, das soll jetzt kein... Komm, nee, hau raus. Ob deiner Qualitäten ein wenig überrascht. Gerade weil du ja vorher gesagt hast, oh, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Aber ist ordentlich. Chapeau. Danke, danke. Gegenfänger Luca, Hand aufs Herz. Zu deinen Hochzeiten, wie viel FIFA hast du so spielen können die Woche? Zu Beginn des Spiels, da spielt man ja schon ein bisschen mehr. Also, ich kann das jetzt nicht beziffern, aber am Anfang habe ich das Spiel auf jeden Fall oft gespielt. Aber wie gesagt, die letzten 4-5 Monate habe ich da wirklich wenig gespielt. Das klingt aber natürlich. Das verlernt man nicht, ist wie Fahrradfahren.
Wie ist das eigentlich in der Mannschaft? Ist das auch so eine Competition untereinander? Also es gibt ja dann mehr als einen guten FIFA-Spieler wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also egal, wo es eine Competition gibt, da ist man im Fußball, findet man da immer jemanden, mit dem man irgendwas zocken kann. Und FIFA ist da natürlich prädestiniert für. Und bei euch im Team, wer ist so nach dir der beste Spieler in der Mannschaft? Ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht Knoll. Ist Marvin denn gut? Nee, den meine ich, der so. Auf jeden Fall. Ach, hab gar nicht gehört. So. Nein, also er hat mein Mikrofon ist ein bisschen laut hier und leise auf dem Monitor. Wir hören ihn leider nicht so gut. Ich hab ein Interview von ihm aus dem Trainingslager gesehen, wo er gesagt hat, er müsste mich in FIFA mit durchschleppen. Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal gegen ihn gleich spielen, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Wir werden es aber gleich herausfinden, denn für das Two-on-Two, das entscheidend ist, wir spielen hier, dann machen wir gleich einen Spielerwechsel, dann steigt Marvin Knoll für dich ein. Ah. Das heißt, du musst hier dann auf einen ganz neuen Mitspieler ein. Und das heißt, alles, was du jetzt hier siehst, was hier ist vollkommen hinfällig. Kriegen wir trotzdem hin. Ja, ne? Glaube ich auch. Jetzt ist die Chance. Komm schon, komm. Die Lücke. Da ist die Flanke, da ist das 1-1. Applaus. Nice. Sauber. Ganz hervorragend daraus gespielt, Gunnar. Ich fand's Hammer. Hast du das schon vorher gesehen? Wo war der Fehler? Wo war der Fehler? Das war einfach Hammer gemacht. Oh, warte mal, ich muss kurz was schreiben. Beim Gegner, es ist ja immer die Gegneranalyse. Ja, das stimmt eigentlich. Alles. Ja, der stand nicht richtig, ne? Der Kopfball, er hat nicht mit dem Kopfball gerechnet, glaube ich, am Ende. Ja. Jetzt geht's schon wieder los mit der Einstellung. Das kostet uns alles Zeit, Junge. Ja, es tut mir leid. Am Ende müssen wir das Two-on-Two deswegen. Oh, dann war ich natürlich ganz schnell. Abbrechen. Aber ihr beide auch, ne? Tempo. Ich muss jetzt so tun, als würde ich das auch gut können. Deswegen, damit er ein bisschen. Ach, du warst einfach nur so links und rechts. Ja, ja. Ah, okay, der spielt auch noch bei uns. Ach, du spielst, ja? Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Traut er sich heute nicht? Ja, der Marvin hat gesehen, wie die anderen Jungs hier spielen. Der ist, glaube ich, schon nach Hause gegangen. Also, kurze Information für euch. Da Luca das gerade alles so gut macht, wird er doch das Tour-on-Tour spielen. Das heißt, du kannst genau Analyse betreiben. Und da können wir dann jetzt vielleicht auch schon mal unter uns mal reingehen, wenn du siehst, wie er spielt. Ne? Und Tour-on-Tour ist immer was anderes als Einzelspiel. Was bedeutet das für dein Spiel, mit ihm zusammenzuspielen? Ja, also er macht es offensiv sehr gut. Vielleicht kümmere ich mich dann eher so um die Absicherung. Und weil, also offensiv ist er deutlich schneller und spielt mehr Pässe als ich eben. Das sieht hier besser aus und dann kümmere ich mich ums Defensive vielleicht eher. Okay, oder ich gebe die Vorlagen und dann. Ja. Das heißt, der Plan hier fürs Tour besteht auch schon. Was siehst du für Stärken und Schwächen, die du. Was siehst du für Stärken und Schwächen, die du ausgleichen kannst? Wir hatten ein sehr ausgeglichenes Spiel tatsächlich. Jetzt beides sehr so. Ich meine bei deinem Partner für. Ja, weiß ich. Ja, genau. Ja, ja. Sehr. Wir können uns das beide gut teilen, glaube ich, in das Spiel. Wir sind beide natürlich grandiose Spieler, was jetzt vielleicht aufgrund der Kürze auch in der Einspielzeit hier nicht deutlich würde. Normalerweise würden die wieder richtig fertig machen. Unter normalen Bedingungen. Es ist ja auch die Nervenstärke, ne? Und das ist ja auch immer beim Fußball. Eins! Jawohl! Wer hat das Tor gemacht? Dimi, er macht eigentlich immer diesen. Der war ja auch bei Karlsruhe, der weiß, wie man Tore schießt. Ja, war auch schön rausgespielt, das muss man sagen. Oh, Innenverteidiger raus. Innenverteidiger. Innenverteidiger gegangen? Abo, ne? Ah, sehr gut. Abo raus, das heißt 2-1. Luka Zander ohne einen Innenverteidiger weniger. Ja, unser Ding ist ja die 83. Minute. Oder 93. Ja. Ich habe vorhin auch noch eine Sache vergessen zu erzählen, die euch vielleicht ein bisschen spannend machen kann. Ich will noch nicht verraten, was, aber ihr habt die Chance, was zu gewinnen. Denn wir spielen das Turnier heute und morgen. Und der Gesamtgewinner, der beiden Community-Teilnehmer, kann am Ende einen Preis gewinnen. Und ich habe mir sagen lassen, ihr solltet auf jeden Fall Zeit einplanen und starke Arme haben. Oh je. Eine Hantelbank oder was? Keine Ahnung. Ich weiß selber noch nicht was, ich habe mir nur was einfallen lassen gerade. So, dass ihr jetzt, weißt du, das ist so jetzt, Zeit einplanen, lange Reise. Oder Gewehr. Ah ja, Fernseher, stark. Wahrscheinlich ist es wirklich irgendwie so behandelt. So, pass auf. Torwart. Souveränes Ding. Aber jetzt kommt unsere Minute. Himmel, Mann, Fußballgott. Wir sind in der Nachspielzeit. Vielleicht noch mal ein kleines bisschen motivierenden Applaus. Oh. Das jetzt Anstehende, alles Entscheidende. Oh.
Ekelhaft. Auch mal frech sein. Eieiei. Das war's. Einmal ein Applaus. Gutes Spiel. Team St. Pauli gewinnt 2:1 und hat damit den ersten Punkt gesammelt. Schon sehr gut. Jetzt lass uns ein bisschen auf die Tube drücken, bitte, und Gas geben, damit ihr relativ schnell jetzt in den Modus kommt. Ich will nur darauf hinweisen, dass ich noch zweimal den Pfosten getroffen habe. Ich weiß, im Nachhinein juckt das kein Mensch mehr, aber ich fühle mich dann besser. Einen kurzen Applaus für zwei Pfosten. Du merkst, er ist leiser, das ist so ein bisschen der Mitleidapplaus. Ich kann nicht drücken. Irgendjemand anders muss auswählen. Schnell entscheiden, welche Mannschaften nehmt ihr? Liverpool. Liverpool auf der Seite. Entscheide du. Mir ist das egal. Mir ist auch egal. Oder, wir nicht vergessen. Wir sind rechts. Also nee, keine Ahnung. Champions League-Sieger auf der Seite. Ihr Tottenham dann? Oder ja, Champions League-Finale quasi? Ja, Champions League-Finale ist gut. Spielen wir das Champions League-Finale nochmal? Ja? Okay, dann spielen wir Tottenham gegen Liverpool. Ist das jetzt nochmal ein Survival-Match oder ein normales? Gib Gas, Jungs. Ist das mein Problem ist, ne? Bist du rot? Ich habe ein großes Problem jetzt. Ich habe eine Farbschwäche. Blau und Lila für mich sieht komplett gleich aus. Sah ich nur vorher. Ja, komm, lass mir das. Ich kann mir das nicht anhören. Alles wie nee, stimmt wirklich. Scheinige Ausrede. Stimmt wirklich. Ich kann das gleich nicht auseinanderhalten, aber es macht nichts. Wir gewinnen das trotzdem. Machst du die Aufstellung, oder? Gucken wir mal, wie das sich hier verläuft. Seid ihr denn mit der. Also habt ihr Rot und Lila hier bei? Einfach Tempo vorne mehr. Ja, Blau und Lila. Blau und Lila. Tempo vorne. Lass mal so. Ja, jetzt kommen wieder die 5 Minuten, aber wo wir vielleicht anfangen können mit euch. Ja, komm, das passt doch alles. Lukas. Wie gefällt es euch bisher? Ist alles schön? Ich gucke mal in die Gesichter. Seid ihr zufrieden? Also seid ihr mit den Leistungen der Teams bisher so zufrieden? Ja, lass mal schnell machen. Aber auf 4 Minuten noch, ne? Auf 4 Minuten noch. 4 Minuten wieder? Ja. 4 Minuten, ja. Aber nee, warte mal. Ist. Ich glaube, wir könnten es hinkriegen. 4 Minuten? 4 Minuten. Okay. 4 Minuten. Na gut, Gunnar, dann reißen wir das jetzt hier noch alles raus. Wir schaffen das. Okay, ah, guck mal, wie ich hier durchtanze. Ah, shit. Ey, du hast es geschafft, kein Tor zu treffen. Das hat auch noch keiner vorher geschafft. Spielt irgendeiner von euch ernsthaft dieses Spielchen? Nee, also immer nur bis zum Wegskippen. Nur für die Trophäen. Okay, gut. Und das ist auf geht's ins entscheidende Two-on-Two. Nein, mit Blau und Lila haben wir uns keinen Gefallen getan. Ja, genau, das meine ich. Das sieht echt, einfach echt gleich aus. Aber ist okay. So. Das wird auch schön. Der Ball läuft da schon wieder ganz schön schnell durchs Mittelfeld. Ja. 1-0. Nix. 1-0. Nico. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch recht beeindruckt von dem, was er da macht. Wer? Beide. Ja, aber das ist so, es erfüllt das Klischee. Das sieht so aus, dass er sehr viel Zeit hat. Ja. Aber ist es denn auch wirklich so, dass man... Gunnar, du bist es. Ach so. Gunnar, ganz ehrlich, die Frage wird er uns nicht beantworten. Nein, ich wollte was ganz anderes wissen. Ich wollte wissen, ob er merkt, dass er dadurch an Übersicht gewinnt, wenn er FIFA spielt. Die Frage gebe ich mal rüber. Schwierig. Also 1:1 kann man das nicht übertragen. Aber im Allgemeinen ist schon so, wenn man sich einfach viel mit Fußball und FIFA... Ja. Habe ich nicht mit gerechnet. Ach, sorry. Wenn man sich damit viel befasst, ist das immer gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man dadurch ein besserer Fußballspieler wird, wenn man viel FIFA spielt, aber okay. Es ist einfach so, dass du dich einfach mit deinem Sport oder mit deinem Beruf in dem Fall befasst. Und das aber de facto ist ja schon, dass man als guter Fußballer ein besseres Auge für den Raum hat. Und wahrscheinlich, das ist dann die anschließende Frage, schon FIFA ist sehr realistisch hinbekommt, oder? Foul. Nix. Ich nehme meine Frage von gleich noch. Nico, frag ihn noch mehr. Ja, ich bin dabei, aber er antwortet nicht. Was denn? Also ist schon, ist auch schon so, ja, sehe ich. Wenn man, pass auf, hier, wenn man auf Amt Niveau Fußball spielt. Ja, habe ich. Hilft dir das in solchen Situationen? Ja, absolut. Auf den Sechser. Das ist ein bisschen überraschend, wir spielen 20 Minuten FIFA und es ist noch kein Tor gefallen. Ja, kommt jetzt. Ah, nee, jetzt nicht. Ich meine gleich bei unserem Angriff. Ja, Paul. In diesem Modus wird jetzt auch kein Spieler verloren gehen. Das heißt, ihr könnt das Ganze ach so, sag das doch. Ich dachte, wir machen jetzt hier ein bisschen Taktik. Erstmal keine Tore schießen. Nee. So, gut. Ah, oh, schade.
Wer ist bei euch lila und wer ist... Weiß ich nicht. Ich bin lila. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Du weißt nicht, was du machst da, ne? Ich bin der, der ein bisschen dunkler ist. Man kann in FIFA auch tatsächlich, gibt es mittlerweile Anpassungen für Farben. Scheiße, hätte ich überlegt. Echt? Ja, tatsächlich. Oder auch für andere. Aber die Ausrede benutzt ein Freund von mir auch immer. Nee, das stimmt aber wirklich bei mir. Der Farbspiel. Das bin ich jetzt, glaube ich, weil der ein bisschen dunkler ist. Das ist korrekt. Und ansaugen. Schöner Flügelwechsel. Aber jetzt muss auch schnell gehen an der Stelle. Und ah! War schön gedacht von mir. Aber ich würde schon sagen, im Moment recht ausgeglichenes Niveau hier, das gefällt mir. Luca natürlich vorne recht offensiv, sehr stark auch individuell. Oh, aber ihr holt das im Moment durch gute Teamarbeit raus. Und da ist es. Da ist es. Ach Mann! Verdammt! Hat er. Weiß ich. Und das nur nochmal sicherstellen. Ach, das ist aber echt wirklich. Das ist dann aber ein bisschen brotlos, so ein Pass in die Tiefe, ne? Ja, war auch nicht ich. Ich meine, das war das Teamwork alles. Ja. Ja, das lag jetzt am Spiel. Hä? Das lag am Spiel. Okay. Entschuldigung, ich habe lang gemacht. Geht Time Finish nicht mehr? Gute Frage, also bestimmt. Geht deine Taktik auf? Bisher ja, ist aber sehr umkämpft und ausgeglichen. Ich glaube, wird schwer. Aber oh, shit! Aber du konzentrierst dich schon mehr aufs Defensive. Aber ich sehe dich da gerade freilaufen. Ah, ja, ey, ja, also ich versuche... Wolltest du den umhauen? Du bist gelb, ne? Ja, ich bin gelb, genau. Um das klar zu machen, genau, damit wir auch das hier geklärt haben. Ja, das hätte ich auch erkannt. Schön verteilt. Raum in der Mitte. Wenn du jetzt schnell bist, weiter. Was geht du? Flügel öffnen. Mir immer sagt jetzt, welcher ich bin. Das finde ich richtig nett. Nee, finde ich gut. Ja, das bist du. shit. Entschuldigung. Können wir Raum zumachen da hinten? Ja, mache ich. Bitte zumachen. Mach ich doch. Da brennt nichts an. Jawohl. Ganz hervorragend herausgespielt. Team St. Pauli führt 1-0 kurz vor der Halbzeit. Ein sehr wichtiger Moment. Ja, natürlich in der Halbzeit. Psychologisch auch schon so. Geplant. Ja. Leid. Ja, nee, bin heute nicht. Ich bin halt auch 5,5 Stunden hergefahren. Er ist 5,5 Stunden hergefahren. Alle anderen sind gelaufen oder so. Hey, du weißt schon, das ist. Ich wollte ihm Applaus dafür geben, dass er 5,5 Stunden hergefahren ist und so. Du machst mir das schwer. Ich versuche dir so ein bisschen für dich die Leute zu gewinnen und du erzählst, ich bin so lange hergefahren, ich hab so lange nicht gespielt, die Farbe von meinem Controller passt nicht. Aber ihr seid zu schnell an. Ich wollte schnell die Halbzeitanalyse machen. Die muss ich jetzt mit euch im Nachgang machen. Ja, mach eben. Du bist gerade am Ball, Gunnar, nur dass du es weißt. Danke. Ich mach ihn? Ah, schade. Ja, gut, aber was ist euer Plan für die zweite Halbzeit? Wie geht man das jetzt an? Boah, ich weiß, ich würde jetzt weiterspielen einfach. ist euch keine Schwachstelle auf der anderen Seite aufgefallen? Nicht so wirklich viele auf jeden Fall. Gib mir doch den Freistoß, Kollege. Naja, wird nichts. Und Luca, guck mal, du bist gar bei dir. Sag mal, Gegner, wovor hast du Sorge bei Team Rocket Beans? Was können die gerade richtig 93. Minute. 93. Minute, ne? Das ist es. Peinlich. Es ist erschreckend, dass man dich voll quatschen kann und du lässt dich trotzdem nicht davon abbringen. Das hat bei Niklas ein bisschen besser geschafft. Aber gut, den kann er auch ein bisschen in der Schulter schubsen. Was ist das denn? Genau, wie wir das einstudiert haben. Guck mal, ich quatsch die sogar voll bei der Ecke. Ich hab das... Das war ja irgendein krasser Torwartfehler oder so. Ich hab sogar während der Ecke versucht... Ich will das gerne nochmal sehen, bitte. Da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Guck mal. Jo. Ja. Passiert den Besten. Sagen wir so. Sah nicht nach Schimmel. Nee. 2-0 Offen. Nach... lass mich gucken. Ball zu 0 nach 60 Minuten. Es sieht nach einer kleinen Vorentscheidung aus. Ja. Vor allen Dingen mit solchen Lücken in der Innenverteidigung. Schon klar, den musst du machen, ne? Ja, aber schwacher Fuß. Ja. Harry Kane ist halt nicht so gut vom Tor. Oder? Ja, stimmt. Merk, denke ich mir auch immer, wenn ich den Fußball spiele. Eben.
Der ist gar nicht so gut vom Tor. So, jetzt kommt er. Aha, schön. Paul! Guck mal, ich habe mal eine Frage so als Fan jetzt. Ne? Ja. Du so als Profi, wenn du dann so Champions League-Finale siehst, dann guckst du, wie die das da machen und dann verschießt der da. Halle. Und dann denkst du so, also der Fan denkt ja dann immer so, den hätte ich ja sogar gemacht. Denkst du das auch und weißt, dass du es eigentlich, dass du es besser kannst, weil der Fan kann es ja nicht. Bei sowas halte ich mich auf jeden Fall zurück, weil ich den Druck anders kenne. Also den Druck aus dem Champions League-Finale kenne ich nicht, aber ich kenne den Druck, den man auch allgemein schon in der zweiten Liga hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es in so einer Extremsituation wie im Champions League-Finale dann halt auch mal passieren kann, dass die Nerven eventuell noch mal durchgehen. Aber darum spielen die ja da, weil es eben sehr selten ist. Aber würdest du, Hand aufs Herz, Champions League-Finale, St. Pauli im Finale, würdest du den fünften Elfmeter schießen? Im Elfmeterschießen? Also ich bin bei uns, glaube ich, was Elfmeter angeht, ziemlich weit hinten. Liegt das an den FIFA-Stärkepunkten oder an deinem Nervenkostüm? Ja, das wird bei uns ausschließlich nach FIFA. da gibt es einfach, glaube ich, Leute, das ist ja auch immer prädestiniert. Oh, ich wollte bitte die einfach auf den Fuß haben. Ja, aber wir spielen. Ich bin Rechtsverteidiger, ich schieße jetzt nicht so oft. Ja, aber wir spielen. Ja. Das ist ja alles. Aber wir spielen mal die Theorie durch. Okay. Du stehst mit St. Pauli. Da ging es ja schon los. Ne? Du stehst mit St. Pauli im Champions League-Finale. Ja. Ihr habt das mindestens Elfmeterschießen geschafft gegen Barcelona. Ja. Und dann kommt der Trainer zu euch und sagt: Ey, ich brauche einen fünften Schützen. Und er findet keinen. Geht gut, mach ich. Du machst ihn auch rein, ne? Also, wie gesagt, ich finde, es muss immer der schießen, der sich in dem Moment am sichersten fühlt. Wenn alle anderen Spieler sagen, die fühlen sich nicht sicher, sage ich, ich fühle mich sicher. Ja, sehr gut. Gunnar, wie ist das bei dir so? Ja, was? Ich habe gerade alles versucht, irgendwie abzulenken. Ich glaube, es hat ein bisschen funktioniert, aber... Ja. Es wird langsam knapp hier auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, die letzten 5 Minuten mit 2-0 Rückstand, da muss er jetzt kommen. Da fault er wieder, ey. Ja, ist taktisch. So ein Schwein. Was war denn die Frage? Es war keine Frage. Ich wollte so. Zu dir rüberkommen. Ich mache ihn jetzt aber rein. Du weißt, der muss jetzt rein, ne? Geht auch rein. Ja. Danke. Wer war das? Sehr gut. Das war der Mitleidsabfall. Ich habe euch enttäuscht heute, ja? Ja. Aber morgen. Guck mal, jetzt kommt der Moment, wo man dann als Kommentator schon das Fazit ziehen kann. Ich gehe schon auf morgen, Alter. Morgen komme ich hier ausgeschlafen hin. Und dann geht's richtig rund. Was glaubst du, woran hat es heute gelegen, dass es nicht gereicht hat? Ja, Luca ist einfach mega gut. Das konnte ja keiner ahnen, ey. Und Niklas, du, was sagst du? Richtiges Team gewählt? Glück gehabt? Ja, alles oder super. Ich bin zufrieden. Ist aber auch einfach nur gut, dass ich da trifft. Ja. Seid ihr auch ja. Wir haben uns auch vorher schon verabredet, haben online ein paar Pro-Matches gespielt. Das wissen die alle gar nicht. Und deswegen jetzt der ausgelaufene, aber hochverdiente Sieg. Gutes Match gewesen, hat Spaß gemacht. Ja. Das heißt, Team St. Pauli führt nach dem ersten Tag unserer Showmatches hier von FIFA solide mit. Tut mir leid, Mann. Ja, das fürs Erste von jedem einen Punkt gegeben hat. Mit 3-1 Punkten, also 4-1 Punkten, ne, oder? Was? Ganz kurz, ich glaube, es gab fürs Doppel gab es 2 Punkte. Achso. Rechnen wir noch aus, so oder so. St. Pauli führt sehr, sehr hoch gerade. Das ist die Frage, was ihr euch für morgen überlegt. Ihr beide spielt morgen nochmal zusammen. Ihr habt jetzt quasi 24 Stunden Zeit. Haut ihr gleich ab und geht ins Trainingscamp? Oder? Ja. Schwierig. Du hast doch deine Playstation mitgebracht, oder nicht? Natürlich. Ja. Das machen wir. Ich lade ihn gleich zu mir nach Hause ein und dann... Sehr gut. Dann kochst du was Schönes. Koch ich was Schönes. Ihr habt einen leeren Rucksack dabei. Kochen wir schön ein. Kauft ihr schön was ein. Dann haben wir Hoffnung, dass es morgen ein bisschen besser wird. Bei euch beiden erstmal, Luca, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Gerne. Kurzen Applaus für Luca. Du hast deinen Teamkollegen Marvin Knetz eine ganz schöne Hürde mit aufgegeben. Glaubst du, er kann dich vertreten? Habe ich ja eigentlich schon gesagt. Ich glaube nicht, dass er es kann, aber er wird ja morgen die Chance haben, da dann auch zu zeigen, warum er mich durchschleppen müsste hier. Ja. Ich bin gespannt. Also ich werde morgen dann da vorne irgendwo in der ersten Reihe Platz nehmen und werde auf jeden Fall anfeuern. Ich freue mich auf die Kommentare. Du, Niklas, wirst morgen auch wieder machen, weil du führst jetzt quasi in dem direkten Duell ziemlich deutlich. Bist du dir siegessicher?
Nee, ein Spiel geht immer 90 Minuten. Und, also, dann, morgen und der Ball ist rund. Genau. Trotzdem kannst du heute noch einen schönen Abend. Wir haben euch auch. Viel Spaß weiterhin beim Gaming-Festival. Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und morgen, ich glaube, zur gleichen Zeit geht es wieder los mit dem zweiten Teil. 16 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Teil vom FIFA Showmatch FC St. Pauli gegen Rocket Beans TV. Und bis dahin, alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Ärger mich richtig. Sehr gut.